Hallo liebe Leute, und weiter reisen wir durch die Spiegelwelt von Kirby and the Amazing Mirror, versuchen immer noch Spiegelsplitter zu finden und gucken erstmal, wo wir überhaupt als nächstes hingehen wollen. Ich würde mal sagen, komme ich da überhaupt hin? Ja, doch, würde ich theoretisch schon hinkommen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal da lang. Ich glaube, das war sogar diese Tür, die ich dafür gehen muss. Ich bin nämlich mal zum vierten Gebiet. Weil da waren wir bisher noch gar nicht. Ich habe noch nicht mal Gebiet 3 fertig abgeschlossen und ich bin schon zu Gebiet 4. Ich bin wahnsinnig weiß. Okay, was kriegen wir Nettes diesmal mit Magie? Überraschung. Elektro. Naja, ich habe es besser erwartet. Aber immerhin eine Gratisfähigkeit. Warum eigentlich nicht? Das ist doch wenigstens schon mal sehr nützlich. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Genau, hier nach oben bin ich. Da drüben wäre eine Tür, aber da komme ich so noch nicht dran. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, oder? Also hier war ich auf jeden Fall schon drin, ne? Oder ich gehe jetzt mal rein. Ne, dann bin ich sogar richtig. Okay, Leute, dann hat sich das erledigt. Da oben komme ich aber nicht weiter, sehe ich schon. Okay, aber hier gibt's Fleisch. Fleisch ist immer gut für Kirby. Ah, okay. Dummer Wanli. Moment, aber diese Fähigkeit brauche ich. Gib mir die Fähigkeit. Ich bedanke mich. Jetzt kann ich sogar hier oben lang, aber erst will ich wissen, was es hier gibt. Okay. Ich bin nochmal zurück. Moment. Ich werde aber das hier mitnehmen. So. Okay. Und das ist alles nur für ein Stück Fleisch, Leute. Hier könnte ich theoretisch auch weitergehen, aber das werde ich mir für später aufheben. Wir gehen jetzt erst nochmal zurück. Scheiße, ich brauche... Okay. Dann verzichten wir erst auf diese Kampffähigkeit, weil ich brauche das hier, um hier weiterzukommen. Feuer! Okay, okay, okay. Ich verstehe schon, ich brauche hier einen Fernangriff. Nein, du hast... Okay, ich habe einen Fernangriff. Pa! So, dann können wir jetzt wenigstens in das nächste Gebiet. Wir sind in der Mondscheinvilla, da wollte ich gar nicht rein. Ich glaube, hier habe ich soweit... Ja, jetzt sind im Prinzip alle Räume aufgedeckt, bis auf halt dieses hier unten, aber... Da muss ich sowieso dann später nochmal rein. Okay, diese Dinger gibt es doch nochmal. Ich will nach oben hin. Genau, das will ich erledigen und da bin ich richtig. Genau, ich will zum Senfmassiv. Das ist auf jeden Fall das vierte Gebiet, was wir jetzt erkunden werden. Mit Bomben. Achso, weiter komme ich nicht. Okay, scheinbar klappt das wohl doch nicht. Mensch. Geht weg. Geht weg. Okay, jetzt muss ich gerade erstmal gucken. Toll, die Karte ist nicht sehr hilfreich gerade. Ich glaube, ich muss doch einen anderen Weg nehmen, damit ich wenigstens was von der Karte sehe. Aber gut, verzichten wir erstmal drauf. Wir versuchen es erstmal so. Vielleicht finden wir ja noch einen Weg dahin. Gut, gehen wir rein. Es ist Zeit für Verwundbarkeit. Also, ab geht's, Leute. Ab in luftiger Höhe, wo die schrecklichsten Wesen noch alle auf uns warten. Ja, was ist schrecklich? Okay, links oder rechts? Jetzt habe ich wieder die Qual der Wahl. Ich nehme rechts. Okay, war es jetzt richtig? Das könnte bald jetzt ein Weg zum Ausgang sein. Wenn ich damit nicht falsch liege. Da bevorzuge ich dann doch lieber die Tornado-Fähigkeit. Deswegen komm her. Oh ne, die haut mir ab. Gut, ich nehme Grobstein. Oder ne, Moment, Tornado kommt nochmal zurück. Oder auch nicht. Gut, dann bekämpfe ich es halt auf normale Art und Weise. Schachtula. Schon ein weiteres Mal. Das ist schon über 3. Wie viele Schachtulas muss ich denn noch kämpfen? Sind viel zu viele. Dabei habe ich genug von Schachteln in Videospielen. Vor allem so viele Geschenke für Kirby und dabei sind die noch nicht mal sehr nett. So, und tschüss. Magie. Okay. Wollen wir es darauf anlegen lassen, Leute? Nein, wir gehen zuerst ins Ziel. Es war irgendwie zu erwarten. Dann haben wir das schon mal erreicht. Ah, meine Magnetomate ist futsch. Egal, es gibt immer noch andere Futtersachen. Die können mir auch Energie verleihen. Aber neben gibt es bei mir keine. Und wir sind am Ziel. Deswegen wieder Zeit für den Tanz. Yay. Wunderbar, Leute. Dann können wir jetzt nochmal den ganzen Weg laufen, weil es ja so einen Spaß macht. Okay, aber das ist das geringere Problem. Jetzt rechts gehen, dann okay. Den Weg kriegen wir hin, auf jeden Fall.
haben wir ja vorhin auch ein paar Mal hingekriegt, aber erstmal will ich gucken, was wir kriegen. Auch wieder Meta Knight. Hurra! Ah, welch Freude. Und er hat mir sogar den Weg hier frei gemacht. Bräuchte noch nicht mal irgendwie eine Katerfähigkeit oder sowas. Und wenn ich die hier kriege, trotzdem. So habe ich sie wenigstens erspart. Okay. Jetzt will ich aber diesmal links weiter. Also sprich, ich ignoriere jetzt wirklich diesen Weg nach oben. Dabei ist sowieso nur der Weg ins Massivziel. Halt! Gut. Ich wollte die Fähigkeit eigentlich mitnehmen. Aber ich habe es mir gerade selbst, ja, verbockt. Moment, da komme ich auf jeden Fall auch noch dran. Das Leben gehört uns. Und sogar die Energie und Maulip ist weg. Ich will auf jeden Fall jetzt gleich in das Gebiet kommen. Weil die Melodie in dem Gebiet liebe ich auch. Oh Mann. Ja, ich wollte ihn mit dir knutschen. Nimm wen anders. So, jetzt will ich aber deine Fähigkeit haben. Wir sind jetzt Armor Kirby oder Armoria. Wir können sogar so frei rumfliegen jetzt, wie wir wollen. Unbegrenzt. Gut, das können wir in diesem Spiel überhaupt, aber... Was sagt mir die Beschreibung? Drücke B und lasse los und spitze Pfeile abzuschießen. Die Schussrichtung änderst du mit Hilfe des Steuerkreuzes. Na, der Angriff ist aber in dem Fall nicht besonders stark, ist der Nachteil dabei. Aber es ist eine interessante Fähigkeit. Wenn man mal so überlegt, man darf jetzt Kirby Armor spielen und die Lebenden zurückführen. Naja, das kann man hier nicht. Das wäre ja mal so eine tolle Bonusaufgabe mit Kirby. Man muss versuchen, irgendwie Pärchen hier zusammenzubringen. Das ist leider auch nur in diesem Spiel so, dass es diese Fähigkeit gibt. Die anderen Wege kann ich hier nicht gehen. Schade. Gut, dann müssen wir hier lang. Aber wir müssen bald da sein. Bald beim feurigen Senfmassiv. Wo die Buchstaben wirklich nicht mehr aneinander passen. Moment, wo bin ich jetzt überhaupt? Okay, ich habe meinen Weg in Gebiet 4 verpasst. Wobei, es gibt noch zwei Wege. Dass ich da noch hin kann. Dass ich das eine verpasst habe, liegt auch daran, weil ich nichts... vom großen Umkreis habe, womit ich jetzt irgendwie, ja, weitreichend schießen kann oder so. Tornado! Damit will ich mir den Weg frei machen. Okay, hier oben will ich auf jeden Fall auch noch hin. Da kam mir nämlich auch gerade was in den Sinn. Gesehen natürlich hier auch wieder ein Weg in das Senfmassiv. Okay, wie soll man das jetzt packen? Mit Schweren wahrscheinlich. Na dann komm her! Das soll eigentlich reichen. Das reicht nicht, okay. Dann brauche ich was anderes. Irgendetwas, was noch weiter reicht als das Schwert. Aber was kann auch weiter reichen als das Schwert hier in diesem Spiel? Da muss ich echt nochmal gucken. Ich komme auf jeden Fall nochmal wieder. das brauche ich auf jeden Fall nicht. Schirm ist es auch nicht. Könnte Beam sein, also sprich ein Waddle-Doo, wenn ich einen finde. Egal, ich gehe erstmal weiter. Ich habe auf jeden Fall einen Teleporter und da haben wir sogar Waddle-Doo. Yay, der Weg zum Senfmassiv wurde gemacht. Ja, ich könnte sogar in Gebiet 4 rein. Wenn ich dazu den entsprechenden Weg finde. Aber erstmal nehmen wir Waddle-Doo. So. Links würde es da auf jeden Fall weitergehen, da will ich auf jeden Fall noch nicht lang. Oder will ich da jetzt schon in Gebiet 4 kommen? Ich glaube, da geht's. Ja, dann bin ich hier. War zu erwarten. Da muss ich also aus Gebiet 4 irgendwie noch eine Teleportation dahin finden. Gut, versuche ich jetzt nochmal mit Beam, ob das weiterreicht als Schwert. Aber müsste eigentlich. Da kommen wir auf jeden Fall noch ins Infasiv. Dann sehen wir wieder mal ein neues Gebiet nach langem. Das war knapp. Das kam unerwartet, aber das war knapp gerettet. So, dann wollen wir mal schauen. Wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht weiter. Okay, aber es klappt. Hey! Böser Edge Knight. So. Das hat ein bisschen weh. Ich meine, ich bin ja nur vernünftig durch und du lässt mich noch nicht mal. So, was kriegen wir? Eine Karte. Na, immerhin, wir sehen schon mal das komplette Selbstmassiv. Okay, und da oben ist der Boss. Das heißt, ich war schon mal weitestgehend richtig. Nur den Weg nach links konnte ich nicht gehen, na klasse. Okay, Leute. Dann müssen wir danach auf jeden Fall gucken, dann gibt es da auch, okay, auch noch sehr viele Wege. Das eine führt wieder zu Gebiet 1, das andere... irgendwie müssen wir da hinkommen, auf jeden Fall. Deswegen nicht verzagen, einfach Kirby fragen. So.
Können wir theoretisch den Edge Knight auch nochmal wiederholen, aber diesmal hole ich mir Sir Kibbel. Dann will ich mal gucken. Wobei, scheiße, die Beam-Fähigkeit bräuchte ich vielleicht auch noch. Deswegen nochmal zurück, ich brauche sie nochmal. Wenn ich dementsprechend den Weg gehen will, dann brauche ich sie bestimmt. Dann sehen wir auf jeden Fall noch das Lymph-Massiv. Dann wird es nämlich schön brandheiß und ich liebe warme Welten. Naja, eigentlich nicht. Wenn wenigstens die Temperatur, die da herrscht, auch hier ankommen würde, wäre es schon schön. So. Auch wenn das dann eine Nummer zu heiß wäre, egal. Woi. So, geschafft. Aber Hitze schadet eigentlich nie. So, jetzt muss ich mir das gerade erst nochmal ansehen. Dieser Weg ist der, den ich dann kommen würde, oder? Na gut, ich muss andersrum laufen, ich sehe schon. Dann machen wir das einmal schnell. Ich will noch zum Senfmassiv. Ich will hinauf auf den Berg. Okay, das war nicht so freundlich. So, hier wäre jetzt auf jeden Fall diese Tür und... diese Tür, okay, hier wäre auch wieder so ein Weg. Jetzt bin ich auch beim Senfmassiv. Ja gut, gehen wir diesen Weg. Warum eigentlich nicht, Leute? Hauptsache, wir erreichen unser Ziel und das ist in dem Fall... ja, Hauptsache, aber du gibst mir, glaube ich, auch eine neue Fähigkeit. Nein, du gibst mir gar nichts. Das ist neu. Okay, durch diese Tür müsste ich wahrscheinlich, um weiterzukommen. Schauen wir doch erstmal, was wir hier noch kriegen. Ich habe ein bisschen Angst jetzt vor diesen Jets. Okay, sonst ist hier nichts. Doch, Nolly. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Warum ist da die eine Tür? Aber wisst ihr was? Ich gucke da jetzt erstmal nach, was da ist. Bevor wir da etwas Nettes übersehen sollten, ist das vielleicht nicht verkehrt. Ah, es wird heiß. So, abhauen. Es könnte vielleicht auch nur sein, dass hier ein kleines Geheimnis ist. Ah, ein Zwischenboss. Es ist Jetstar. Ein neuer Zwischenboss, den wir hier vorher noch gar nicht gesehen haben. Vielleicht gibst du mir dann eine Fähigkeit, wenn ich die besiege. Aber erstmal schaffen. Weil du brauchst lange. Okay, ich glaube, ich hätte wohl doch darauf verzichten sollen. Auf diesen Kampf. Aber trotzdem, vielleicht kriege ich's, ja? Ich will nur eine Fähigkeit von dir. Ja, will ich gar nicht. So. Muss nur aufpassen, ich wollte nur noch eintreffen, dann war's das schon wieder. Okay, gleich haben wir's. Und ich würde sagen, ich mache jetzt den Gnadenstoß, wenn's reicht. Wenn ich auch treffe. Gut, Leute. Dann eben nicht. Dann muss ich eben meine Hilfe anfordern. Wir haben wenigstens Fähigkeiten. So, schnapp ihn euch. Ja, wenn man schon nicht alleine zurechtkommt, dann muss man wirklich auf Hilfe zurückgreifen. Okay. Ah, komm, jetzt gibst du mir wenigstens etwas zum Schießen. Das ist erstmal hier klarkommen. Warte mal, okay, du machst es noch einmal? Ja, Moment, komm rüber. Jetzt kommen hier die Verfolger in Länger. Okay, ich bin gleich wieder erledigt. Danke, dass ihr mich wenigstens schiebt. Ich glaube, Gelb Kirby ist gerade verschwunden. Ja, der ist wieder woanders. Der hat sich einfach mal verkrümmelt. Der wollte einfach nicht mehr weiterkämpfen. So, was gibt es? Missel, wir sind wie eine Rakete. Na gut, eigentlich schön. So, dann werden wir auf jeden Fall jetzt selbstmassiv beim nächsten Mal kommen. So, wir stehen schon mal fest. Wunderbar, Leute. Und es gibt nochmal Nahrung. Hä? Das ist ein Geheimweg. Oder auch nicht. Vielleicht hat er sich einfach nur verlaufen, dieser Kirby. Egal, Leute. Wir sind fast da. Haben ein lang ersehntes Ziel. Haben ein... ja, an das Gebiet mit meiner zweiten Lieblingsmusik in diesem Spiel. Deswegen will ich da unbedingt noch hin. Scheiße. Dann wissen wir wenigstens auf jeden Fall, wo wir da schon mal den Boss erkämpfen können. Yay, das denke ich mal wird auch ziemlich leicht, weil wir wollen ja auch diese Scherbe haben. Meine Kirsche! Meine Fähigkeit! Nein! Abhauen! Das würde ich anders machen. Ja, wenigstens habe ich ja noch genug Leben, aber... trotzdem. Verschenke hier meine Leben einfach nur unnötig und das ist nicht sehr toll. Weil diese Leben dann doch etwas noch nützlich sein werden später. Falls ich sie dann überhaupt noch brauche, ich weiß es nicht. Egal. So, die Kirschen gehören mir. Dankeschön. Und jetzt müssen wir da sein. Immer noch nicht. Wir haben immer noch diese Musik.
Das dauert aber echt lange. Kämpf massiv! Endlich ankommen! Endlich wirklich einen brennenden Vulkan sehen. Okay, dich brauche ich nicht. Wobei ich muss hier lang. Führt leider keinen Weg dran vorbei. Okay, Moment. Es führt einen Weg dran vorbei. Wir gehen so dadurch. Und endlich, wir sind da. Wir sind da am heißen Vulkan angekommen, Leute. Dann würde ich sagen, kann ich hier auch diesen Part jetzt endlich beenden. Und beim nächsten Mal werden wir auf hier durch dieses Infrastief wandern und hoffentlich den Boss auch noch erreichen. Dann werden wir sehen, ob wir das schaffen. Ich meine, so weit ist es ja eigentlich nicht. Naja, wir werden sehen, ob wir es schaffen. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.